Moin, Freunde. Ja. Meiner hat schon ein bisschen Bums. Jo. Moin, Freunde. Heute geht's weiter. Wir machen heute bei meinem Seat Exeo die Stoßdämpfer neu. Ich fahre den jetzt kurz rein und dann geht es los. Haut da rein. Als erstes fahren wir den Kollegen mal hoch. Ziehen wir mal zu gerne Handschuhe an. Also das ganze Dreck jetzt gerade im Winter muss ich nicht unbedingt haben. Dann packen wir uns mal den als erstes mal. Leck mich am Arsch. Wir haben den Kollegen hochgebockt. Das ist alles ein bisschen selten hier. Dann nehmen wir den Schlagschrauber. Stellen auf links ein. 17er Nuss und dann schrauben wir erstmal die Radbolzen locker. So, Rad. Wie gesagt, ich packe den Reifen gerne immer unter das Fahrzeug, falls passieren sollte, dass er absackt. Na, dann haben wir hier die Lampe. Dann müssen wir als erstes diese Radhausschale abmachen. Was ich euch empfehlen kann, Magnetschale. Können wir uns einfach auch hier ans Auto bappen. Dann mit einem Vierzahn, Torx 25, machen wir uns erstmal die Schrauben hier locker. Noch ab und dann können wir schon mal die Radhausschale rausnehmen. Die einfach hier raus. So. Radhausschale können wir schon mal raus. Dann müssen wir diesen Kollegen hier. Hier ist der. Einmal auf der Seite und einmal mit der. Ist tatsächlich nur 21er. Wir haben jetzt hier den Schlüssel. Der anderen Seite mit einem Schlagschrauber von der anderen Seite, halten den hier fest und dann und haben die Schraube schon los. Wichtig ist, dass wir diese Unterlegscheibe hier wieder drauf packen und schon haben wir die Schraube. Ich kann euch das Bild jetzt leider nicht besser zeigen. Hier oben sind zwei Schrauben. Ich komme halt hier mit der Kamera nicht zwischen. Die lösen wir jetzt. 13 sein. Genauso ist das. Nehmen wir uns eine kleine Verlängerung auf den Schlagi. Lösen wir die beiden Schrauben. Damit sollte der Schlusslocker schon mal locker sein. Haben wir das gute Teil schon. Und jetzt schrauben wir uns den locker. Dafür gehen wir einen Schraubstock. Ich spanne mir den einmal hier ein. Dann müssen wir das Ding hier ummontieren, ne? Weil das brauchen wir ja wieder auf dem alten. Oder auf dem neuen vielmehr. Ich muss mal gucken, ob wir so einen kleinen Schlüssel hier haben. 6er Schlüssel zum Kontern. Und dann. So, da war er locker. Ja, sonst kriegt man diese Schraube nicht los. Ja. Dann müssen wir den Onkel hier abmachen. Das Ganze auch ein bisschen reinigen. Ne? Das ist eigentlich noch gut, aber machen wir gleich mit neu. Jetzt haben wir hier die neuen Stoßdämpfer. Beidseitig tauscht man das natürlich. Ich habe jetzt die von THW genommen. Waren erstaunlicherweise die günstigsten. So sieht das Ganze aus. Neu. Neue Schraube hier. Und dann legen wir mal los. Also der fährt im Vergleich zum alten, kann ich mal jetzt zeigen, der lässt sich viel leichter reindrücken. Und der fährt halt, ja, so gut wie gar nicht aus mehr, ne? Er ist jetzt noch nicht komplett kaputt, aber er fährt halt sehr langsam aus. Egal, machen wir neu. Wir haben natürlich den Anschlagpuffer vorsorglich mitgeholt.
So, das Ding da drauf gedrückt. Dann kommt der hier wieder drüber gestülpt. Eingeführt, den Kollegen. Dann stülpe das erst drüber, ich den hier drin habe. Ja, sitzt. Dann den drüber. Mit der neuen Mutter drauf. Ist auch eine selbstsichernde Mutter. Und dann drehen den wieder fest. Also so ein Stoßdämpferwechsel ist eigentlich kein Hexenwerk. Hinten vorne wird das ein bisschen, ist das ein bisschen komplizierter. Das seht ihr aber in den anderen Videos, verlinke ich euch mal. Da muss man halt die mit dem Federspanner die Feder entspannen, also vorspannen, dass man den das Ding rausbekommt. Nach fest kommt bekanntlich ab. Und dann gehen wir wieder zum Einbau. Als erstes den Stoßdämpfer da oben wieder fest. Dafür haben wir die zwei 13er. Da sieht man auch schon, dass er noch schön konserviert hier ist. Das ist auch sehr gut, ja. Stoßdämpfer nehmen. Bisschen zusammendrücken. So. So, jetzt setzen wir mal die Schrauben da wieder vor. Die sitzt schon mal. Die andere sitzt auch. Und jetzt so rum mal. Da gehört er hin. So, die Schraube da wieder rein. Hier muss der Kollege in das Loch rein. Dann schieben wir die Schraube hier wieder durch. Und jetzt kann er schon mal nicht mehr weg. Dann kommt die Unterlegscheibe hier wieder davor. Da ist die Schraube. Kommt die wieder rauf. Dann nehmen wir uns erstmal wieder oben den 13er. Schrauben die hier wieder ran. Fest. Dann nehmen wir den Kollegen mit der 21er Nuss. Da ist die Schraube. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Und schon war es das mit dem Stoßdämpfer. Er geht schön hier rüber. So soll es sein. Rathausschale einfach wieder reinhängen. Das ist hier in der Mitte. Hier unter den Kotflügel. Und dann nehmen wir uns zuerst diese 13er hier, die wir uns abgeschraubt haben. Als Führung nehmen wir mal hier einmal ringsrum die Schrauben schon wieder mal so ein bisschen handfest andrehen, damit sich das wieder so legt, wie sich das gehört. Nehmen wir uns wieder den Torx 25, schrauben den hier unten schon mal fest. Schrauben sind alle die gleichen, also da kann man nichts falsch machen. Und das Wichtigste, keine Schraube übergeblieben, ne? Das ist schon mal ganz gut. So, Rad wieder dran. Radbolzen. Die nicht gleich mit dem Schlagschrauber festziehen, ne? Weil, wie ihr seht, mit der Hand festschrauben, dass auf jeden Fall das Gewinde gepackt wird. Damit wir uns nicht die Radnarbe kaputt machen, ne? Also das ist dann ein bisschen mehr Arbeit. Jetzt gehen wir auch mit dem Schlagschrauber. 17er Nuss. Wichtig ist immer bei den Schrauben über Kreuz. Ja? Dann nochmal mit dem Drehmomentschlüssel nach. 120 mm. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sind fertig mit der rechten Seite vom Stoßdämpfer. Ich mache jetzt noch die linke Seite. Ich habe schon das Gefühl, dass er rechts auf jeden Fall ein bisschen höher ist. Gut, vielleicht setzt er sich noch. Aber vergesst auf jeden Fall nicht, abonnieren, liken, kommentieren und die Glocke aktivieren, weil damit helft ihr uns beim Algorithmus von YouTube und dass wir auch mal ein bisschen steil gehen, ne? Okay, haut da rein.